Willkommen zurück zu Hearthstone und weiter geht's in der Arena. Ein Sieg, eine Niederlage mit dem Paladin. Das letzte Mal haben wir in einem ewig langen Kampf, das war nicht meine Schuld, verbracht, wie wir leider letztendlich trotzdem gestorben sind. Aber naja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Und ich hoffe, dass wir diesmal in diesem Part 2 Kämpfe schaffen und hoffentlich nicht zwei Niederlagen, denn das wäre dann schon das Ende der Arena. Und dann würde ich euch dann das nächste Mal wahrscheinlich meine Zauberin oder meinen Priester zeigen. Mal gucken. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass es noch nicht zu Ende ist. Dass der Paladin vielleicht noch ein paar Glückstreffer hat, so wie in dem ersten Match. Uta gegen Anduin. Jo, gegen einen Priester. Ach, ich mag ja dieses Deck nicht. Ich habe es ja von Anfang an prophezeit, das wird nichts mit dem Deck. Aber so ein drei Siege hätte ich schon gern. Dann hat man nämlich ungefähr wieder das reingeholt, was man ausgegeben hat. Ach, die Kaiserkobra. Ja, ich lasse mal drin. Der Paladin... Nee, Quatsch. Der Priester könnte ja relativ schnell große Viecher herbeibeschwören mit seinen ganzen Aufwertungen und so. Und dann freut man sich drüber, wenn man eventuell mit der Kobra das weghauen kann. Jo, toll, ne? Können erstmal nichts machen. Die Karte hebe ich mir auf für die nächste Runde. Wenigstens haben wir dann viele Dreierviecher zur Wahl. Jo. Und den Drock, den werde ich ihm einfach sofort kaputt hauen. Da darf er auch einen kurzen Moment stärker werden. Bringt ihm nix. Kamikaze. So. Die können so gefährlich werden, diese Drocks. Das tun wir uns mal gar nicht an. So, was hat er nun? Er spielt auf jeden Fall schon mal schneller wie unser letzter Gegner. Das ist beruhigend. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ach, das würde ich ihm auch gerne kaputt machen, aber das geht jetzt natürlich nicht. Der Bomber wäre jetzt total blödsinnig, weil dieser Berserker Wutanfall hat. Und Wutanfall bedeutet, kriegt er einen Schaden. Oder besser gesagt, ist er verletzt, dann tritt das in Kraft und das kann ich nicht gebrauchen. Deswegen, ich überlege gerade, was ich da spiele. Die Kobra, ja, spielen wir die Kobra jetzt. Dann hauen wir ihm das Ding weg. Gut, wenn wir Pech haben, haut er unsere Kobra zuvor weg. Na, was machst du? Zweites Monster oder Kobra weg? Wer weiß, vielleicht hat er eine schöne Aufwertungskarte, diese plus 2, plus 4 Zauberkarte. Das wäre natürlich bei so einem Monster richtig krass, aber das bringt ihm nichts, denn unsere Kobra hier mit dem Giftschaden vernichtet alles, was sie angreift. Das wird sie jetzt tun. Jo, da kannst du mich gern hauen, das ist mir auch egal. Hier, weg mit ihm. So, die Kobra lebt gerade noch so. Spielen wir jetzt unseren Friedensbewahrer. Ja. Befolgt die Regeln. Setzt den Angriff auf 1. Klar, ich hätte es gerne bei einer stärkeren Kreatur benutzt. Aber es ist gerade das Sinnvollste, was ich spielen kann. Meine Kultmeisterin hätte mir sofort kaputt gehauen, das weiß ich. Und da dieser Bomber, der hätte garantiert die Kobra getroffen. So, war zu erwarten. Ja, das hat er natürlich geschickt gemacht, muss ich sagen. Sehr geschickt. Jetzt ist es eine 8-8. Das gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. na gut, aber da muss man jetzt durch. Ich kann das Vieh nicht ignorieren, dafür ist es zu stark. Okay, dann werde ich die Kultmeisterin spielen. Ihn opfern, kriege ich wenigstens eine Karte. Und wenn er jetzt die Kultmeisterin töten will, dann ist das Vieh auch nicht mehr so stark. Natürlich, ja, er kann es auch wieder hochheilen, ist klar. Aber in der nächsten Runde können wir dann spotten. Dann sieht das alles vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Mal schauen. Ja, das war klar. Das war früher auch so eine Lieblingskarte aus meinem allerersten Priester-Deck. Mittlerweile sieht man es in der... In den Ranked und so sieht man es eigentlich fast gar nicht mehr. Was ich eigentlich gar nicht so verstehe. Es ist nämlich immer noch unglaublich stark, finde ich.
Ja, das Monster ist auch ziemlich stark. 4-1, aber plus Leben, was er auf der Hand so hat. Yo. Mm. Na, hilft ja alles nichts. Ich werde jetzt mal spotten. Damit er nicht sofort... Na gut, wenn er das, wenn ich ihm das kaputt mache, heilt das wieder auf eine 5-5 hoch. Ist nicht gerade der Riesengewinn, muss ich sagen. Ich glaube... Was machen wir denn da? Aber die Viecher leben zu lassen, dann bricht er ja auch gleich wieder durch. Ich frage mich. Ja, alles nicht so einfach. Aber andererseits, ich könnte halt nochmal zwei Karten bekommen, wenn er da durchbrechen will. Aber ob die mir das noch bringen? Naja, probieren wir es mal. Das sind ja genau die zwei richtigen Karten, die ich brauche. Das war ja klar. Aber trotzdem, ich krieg die Karte. Oh yeah, ein Schweiger! Sehr gut. Der hilft mir doch jetzt ordentlich. Und noch eine weitere Weihe. Okay, okay, okay. Jetzt sieht das schon anders aus. Auch wenn wir natürlich immer noch im Nachteil sind, weil er jetzt schon wieder einen dritten fetten Diener geholt hat. Und wir haben leider noch nicht genug Mana, um zwei Karten zu spielen. Wenn wir jetzt 8 hätten, könnten wir die vernichten und die. Dann wäre das alles schon wieder was ganz anderes. Aber so... shit. Na gut, trotzdem, ich muss zuerst schweigen. Eure Magie wird euch nicht retten. Und wir könnten jetzt noch den Bomber spielen. Mit etwas Glück trifft er die 4-1er. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Komm, komm schon. Nein! Natürlich nicht. Ich hasse diesen Bomber. Er versaut es mir immer. Es wäre zu einfach gewesen. Na gut. Jetzt ist die Frage, was er macht. Will er das Board cleanen oder greift er mich direkt an? Ich weiß jedenfalls, was ich in der nächsten Runde mache. Ich werde ein bisschen rumweihen. Und wir haben auch noch die zornige Vergeltung. Die ist danach vielleicht auch zu empfehlen. Vielleicht ist hier noch ein Funken Chance drin. Kommt jetzt ganz drauf an, was er macht. Ja, er scheint mir überlegen zu sein. Aufräumen oder auf mich? Backman, der macht's spannend hier. Oh, 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 oh. Das könnte darauf schließen, dass... Nein, er geht nicht auf mich. Das ist beruhigend. Ja, jetzt muss er sich wirklich schnell beeilen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Das bedeutet nämlich, werte Freunde, dass wir ihm alles kaputt hauen. Gut, er wird nochmal irgendwas bekommen. Jetzt die Frage, ob wir das zulassen. Es ist jetzt eine 6-2. Wenn ich es vernichte, kommt halt irgendwas Hässliches dabei raus, ne? Oder ich glaube, ich spiele erstmal ein Monster. Und lass halt die 6 Schaden... Nee, obwohl er kann es auch wieder hochheilen, ne? Dann habe ich wieder den Salat. Nee, komm, weg mit. So. Eine 4-3. Sonst kannst du nix. Ist auf jeden Fall besser wie eine 6-4. Und nochmal so ein... Ja, ich nenne es gern Chocopo. Sieht doch echt aus wie ein Chocopo. Mal ehrlich. Das ist ein Chocopo. Aber gut. Interessieren die wenigsten hier wahrscheinlich. Ja, toll. Sieht nicht gut aus. Jetzt wird er mir volle Gnade. Die Vergeltung wird nichts bringen. 8 Schadenspunkte. Vermute ich mal ganz stark, dass da überhaupt nichts dabei drauf geht. Ich kann jetzt zwar ein bisschen rumspotten, aber das ist eigentlich schon fast sinnfrei. Na gut, er hat nicht mehr viele Karten auf der Hand. Aber er wird durchkommen. So viel ist klar. Gleich will er zaubern. Wird mein Felsenkiefer-Trocken ein bisschen stärker. Das wäre gut zum Aufräumen. Mal schauen. Ich frage mich, ob... Sport habe ich nicht mehr. Aber ich habe es ja gesagt, das Deck war von Anfang an dem Scheitern verurteilt, aber deswegen breche ich das natürlich jetzt nicht hier für euch ab. Wir ziehen das durch bis zum Ende. Nehmen jeden Sieg und auch jede Niederlage mit.
Und wir werden noch weitere Arena-Decks machen. Ist ja klar. Ihr könnt euch gerne mal dazu äußern, wie ihr es gerne hättet. Also wir könnten es so machen, wie das letzte Mal, dass ich die Arena-Deck-Zusammenstellung mit aufnehme und dann ziehen wir das durch, komme was wolle, egal ob es jetzt gut oder schlecht verlief. Oder ich mache das für mich allein und zeige euch nur die Arena-Decks, wo ich potenziell das Gefühl habe, dass daraus was werden kann. Oder ich mache einen Mischmasch aus beiden. Nämlich, ich nehme es einfach vorsichtshalber immer auf und entscheide mich dann aber fürs weitere Aufnehmen nur, wenn ich meine, dass das funktionieren könnte. Ja, wie euch das am liebsten ist, könnt ihr mir mal mitteilen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir wahrscheinlich tot sind. Wie gesagt, die Vergeltung wird mir nichts bringen. Spotten kann ich nicht. Mit meinen anderen Dienern kann ich ihn in keinster Weise unter Druck setzen. Ich werde trotzdem die Vergeltung spielen, wenn ich etwas Glück habe, stirbt die 4-3er. Yay, immerhin. Immerhin. Bringt mir nur leider auf Dauer jetzt nichts. Dann spielen wir jetzt noch den Golem. Aber ich befürchte, das war's dann bald. Vielleicht hat er ja noch irgendwie so eine Karte. Ach ja, nimmt das sich auch noch aus meinem Deck. Ja, ich hoffe, du hast was Schönes bekommen. Obwohl kann er ja gar nicht. Ich habe ja auch nichts Schönes bekommen. Die Verdammten stehen bereit. So. Ja, und jetzt wird er auf mich gehen, ganz klar. Und das war's. Ah, das sind so blöde Karten, ey. ja, gut, ich kann noch nicht mal die Diener hier töten und was ich ihm auch lege, es wird ihm egal sein. Yo, okay, dann viel Spaß. Ich hole noch die großen Dicken raus, die hätte ich ein paar Runden früher gebraucht. Und raus mit. Gut gespielt. Ich bin da voll das Fressen für die. Ich will mich einfach niederstampfen. Aber ist egal. Eins schaffen wir noch. Mal gucken. So viel Pech, wie ich hier bei der Zusammenstellung hatte. So viel Pech. Ah, dieses Quest läuft gerade. So viel Pech haben vielleicht manchmal auch andere. Und deswegen entstehen auch mit so einem Deck Siege. Es vorzeitig abzubrechen, halte ich für No-Go. Wie ihr seht, ich habe auch schon wieder genug Gold zusammen für die nächsten Arena-Matches, aber die werde ich dann erstmal wieder alleine beschreiten. Ist nämlich so schön gemütlich, muss ich sagen, weil ich bin ja gerade bei meiner Freundin und die hat so ein iPad und dann so schön gemütlich im Bett liegen und mit meiner Freundin dann so richtig intensiv Hearthstone spielen. Ja, ihr habt jetzt vielleicht was anderes gedacht, aber egal. Das macht Spaß, so richtig gemütlich auf dem iPad. Nicht so am Rechner hocken. Ja, was machen wir denn da? Das Ding mag ich ja sehr. Das werde ich auch auf der Starthand behalten. Kann ich nämlich gleich in der ersten Runde spielen. Ich weiß ja, dass ich keine sonstigen Einser-Viecher habe. Und schon wieder gegen einen blöden Anduin, ey. Wenn ich die Hackfresse schon sehe. Na gut. Dann möge es beginnen. Komm, wir grüßen mal. Wir sind heute mal wieder freundlich. Ich grüße euch. Grüße. So. POM, was auch immer das für eine Abkürzung ist. Er macht jedenfalls in der ersten Runde nichts. Das finde ich sehr gut. Ich hoffe, er lässt das zumindest eine Runde leben. Das ist ja immer so ein... Ja, so ein typisches Angriffsziel, wo die alle immer rot sehen. Und das hat er sich gerade auch gedacht. Er bringt das nämlich zum Schweigen. Was für ein Penner. Zum Schweigen bringen ist ja noch blöder. Na gut, pass mal auf, was ich da hab. Du weißt genau, was jetzt mit deinem Roboter passiert, ne? Du weißt es genau. Wenn er jetzt meinen Roboter vernichten will... Ach nee, er wird wahrscheinlich die Schlange vernichten. Dann wird mein Roboter wenigstens nochmal stärker. Durch das Geheimnis. So, Dankeschön. Schade, dass er es geschweigt hat. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, aber gut. Bleibt halt eine 4-4 für den Anfang. Ist auch okay. Wenn er jetzt meint, er könnte mit seinem 4-5er daherkommen, meinen Roboter vernichten, ist nicht. Da.
Sei ein braver Yeti. Sei ein knuffiger Yeti. Jetzt kann er gucken, was er mit der 1.5 macht. Könnte man natürlich auch zurückschweigen. Daran denken viele nicht. Oder wenn man zum Beispiel eingefroren ist, kann man auch wegschweigen. Aber gut. Mal gucken, ob er dran denkt. Ich vermute aber, er hat ganz andere Ideen gerade. Das soll eine Waffe sein. Ja, er wertet ihn immerhin auf. Das reicht, um meinen... Wie heißt das Ding eigentlich? Das ist schlimm, beim Paladin, ich nenne sie alle Soldaten. Die haben für mich keine sonstigen Namen. Egal. Ich werde es mir später mal angucken. So. Also, was machen wir denn da? 4-4. Jo, wollen wir mal wieder... Nee, das ist eigentlich auch blöd. 5 Mana Hammer. Okay, dann spielen wir halt mal den Bomber. Wenn er den Jedi vernichten würde, das wäre so ein Wunschgedanke. Natürlich macht das nicht. Aber egal, der hält jetzt auch nicht mehr viel aus. Spielen wir noch. Achso, ja, der kostet ja 2. Mist, das war ein Fehler. Irgendwie habe ich mir gerade eingebildet, dass der nur 1 kostet. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Es sei denn, man hat ihn auf der Karte, dann kostet er 1. Aber natürlich nicht als Heldenfähigkeit. Egal. Es reicht, um den Yeti zu töten. Es sei denn, er heilt ihn wieder. Aber dann töte ich ihn mit dem Bomber. Bringt ihm also auch nichts. Wow, okay. Glorreicher Abgang. Ach, mir gefällt das nicht, was ich hier auf der Hand habe. Er hat noch so ein Vieh. Och nö, das kann ich ihm jetzt schweigen. Dann sind wir quitt. Eure Magie wird euch nicht retten. So, damit kommt er erstmal nicht durch. Und weiter auf ihn. Weil bringt es jetzt nicht das auf den Wolf oder auf den Robo. Ich will das Ding schon tot sehen. Und er spottet. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Den Wolf scheint er schon selbst opfern zu wollen. Nein, er überlegt es nochmal. Ja, das war im Grunde eine gute Idee, was er da gemacht hat. Aber der Wolf wird jetzt dennoch sterben, weil dieser Bonus, der geht mir einfach auf den Keks. So, was mache ich? Soll ich spotten oder den Drachen? Ich hole mal den Drachen. Sterbt. So, und dann können wir uns noch einen kleinen Soldat leisten. Yeah. Sieht momentan nicht so schlecht aus. Könnte natürlich besser aussehen, aber mal abwarten. Es ist immer, ich wurde mal gefragt, wann soll ich am besten eine Kartenziehkarte benutzen. Wir müssen den Sonnenbrunnen lockern. Einfach mal sagen, sobald es die Situation ermöglicht, am besten sofort. Weil man dann einfach in den nächsten Zügen mehr Spielraum hat. Das ist zwingend notwendig, vor allem wenn man hier so unter Druck gesetzt wird. Jetzt hat er mal schon wieder alles vernichtet. Eine Weihe wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Aber mal gucken, noch können wir uns wehren. Da muss er jetzt erstmal durchkommen. Klar, schafft er ohne Probleme, aber er muss dafür auch ein bisschen was hinlegen. Es sei denn, er hat jetzt was Gemeines. Aber 4, das ist immer so die böse Zahl für einen Priester. Weil er ja diese Zauberkarte hat, die bis maximal 3 Angriffspunkte vernichtet und dann wieder die bis mindestens 5. Das heißt, im Viererbereich hat er gar nichts. Deswegen muss er jetzt gucken, wie er es macht. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Oh, das finde ich aber schön, dass er den Wolf gekillt hat. Jetzt hat er nur noch den da. Okay, das sind kleine, süße Diener, mit denen wir klarkommen sollen. Und das ist doch jetzt sehr schön. Jetzt schmeißen wir erstmal den ab. Und jetzt wird ordentlich Karten gezogen. 3 Stück. Ah, das tut gut. mal überlegen, was wird er wahrscheinlich tun? Ja, ist wieder die magische 4, ne? Also, gut gespielt. Ich glaube nicht, dass er den jetzt killen wird. Deswegen spiele ich jetzt erstmal den. Kann ich mal da würfeln? Gottesschild-Typi werden wir in der nächsten Runde dann definitiv benutzen.
Immerhin, ich nenne ihn nicht Soldat, ich nenne ihn Gottesschild-Typi, ne? Das ist ein Fortschritt. Jo. Ist nicht so schön, wenn er mir den Angriff senkt. Aber ich glaube nur für eine Runde, ne? Das ist zum Beispiel interessante Combo, wenn man sowas hat wie übernehmen den Gegner mit einer Angriffsstärke von 2 oder niedriger. Dann könnte er den jetzt nehmen und in der nächsten Runde hätte er aber wieder 5. Voll getrickst. Oder er könnte natürlich seine Zauberkarte benutzen. Oder er könnte ihn mir einfach flatten. So wie er es jetzt so schön demonstriert hat. Ich hätte immer noch gerne Weiher. Mal so ganz nebenbei erwähnt. Die wäre jetzt echt bombastisch. Na gut. 3, 7. Ah, schade, reicht nicht mit dem, was ich gerade im Kopf hatte. Aber egal, dann machen wir es halt anders. Wir hauen den raus. Aber diesmal macht er keinen auf Kamikaze, sondern wir werden ihm Gottes Schild schenken. Nicht mit mir. Ich hau ihm den weg. Und ich rufe ihn zurück. Somit darf er in der nächsten Runde dann noch ein weiteres Mal draufhauen. Und wir werden... Ich könnte noch jemanden in Verstohlenheit versetzen. Ich mach's einfach mal bei ihm. Damit er mir den nicht vernichtet. Bei ihm glaube ich nicht, dass er ihn mehr vernichten will. Weil ich dafür eine Karte bekomme. Und wenn er den vernichtet, bitte. Dann verliert er auch Tina. Oh, ja, Mint 5. Da haben wir das Thema. War ja klar, dass er es auf der Hand hat. Hat förmlich drauf gewartet. Und er räumt doch auf. Und da kommt meine Weihe. Ja, Mensch. Weihe. Wie schön. Oh, da kommt noch eine Weihe. Yay, Party. Oh, ist das schön. Der wird jetzt so heulen. Ich überlege gerade, ob ich wirklich beide benutzen soll. Eigentlich könnte es reichen. Ich benutze nur eine. Das reicht auch, um aufzuräumen. Wenn er noch irgendwas dann auf der Hand hat und damit aufbauen will, dann werde ich ihn sowas von enttäuschen. Dafür bin ich zuständig. Außerdem kann ich dann noch diesen und welchen spielen und hab sogar noch was drauf. Yeah! Ich denke, das war die bessere Wahl, wie Weihe nochmal zu benutzen. Wer weiß, vielleicht geht es ja im nächsten Part doch noch weiter. Und dann wird es entscheiden, dritter Sieg oder dritte Niederlage. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmelodie. Dennoch haben wir es nicht geschafft und das ist ein richtig starkes Monster. Vor allem, ja, gut, verleiht einem befreundeten Mesh plus 4 Leben. Das sind genau die Dinge, die man halt in der Arena nicht haben sollte. Aber gut, er hat es sich wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ja, jetzt ist nämlich schon der Moment gekommen. Ich kann ihm das Vieh killen. Das geht gerade so. Wenn ich nämlich jetzt den spiele, ihn opfere und die Weihe. Jetzt haben wir noch einen Soldat und es sieht wieder gut für uns aus. Aber jetzt brauchen wir halt auch mal das Glück, dass er jetzt erstmal keine Diener mehr spielt und nicht immer so starke. Das ist halt genau das, was ich gesagt habe. Ich habe keine starken Diener in diesem Deck. Ich muss einfach auf mein Glück hoffen. Ich wüsste gar nicht, auf welche Karte ich mich freuen soll. Gut, die Weihe, die sind jetzt draußen, aber einen starken Diener habe ich nicht. Und gerade jetzt im Endgame wäre das halt nötig. So, der ist jetzt wenigstens nicht so überstark. Damit kann ich ja noch umgehen. Aber der Gute, der hat halt auch noch Viecher auf der Hand. Ja, nicht so schön. Jetzt kriege ich noch nicht mal diesen Meshblatt. Oh, aber ich kann Karten ziehen. Das nutze ich natürlich. Erstmal hiermit. Das ist schön, dass die gerade kam. Und ja, wahrscheinlich der stärkste, den ich hier im Deck habe. Auch gerade das, ja, wie soll ich sagen, sein Timing blöd ist. Weswegen ich jetzt erstmal den spiele. Ich habe keinen Bock, dass der seine 3 Schadenspunkte auf den Piraten haut und der dann nur noch einen Lebenspunkt hat. Da ist mir das doch schon lieber. Ich würde mal sagen, zu 90% killt er mir die Kultmeisterin, ja. Na klar. Und da komme ich auch mit Ach und Krach durch. Ach, das ist aber auch ein
Du machst hier, ist ja schlimm. Oh ja, schön. Auf in die Schlacht. Ist zwar nichts so Besonderes, aber jetzt gerade, wo ich 10 Dinger habe, erst spielen wir natürlich den. Und jetzt kann es uns egal sein, wie viel die Diener kosten. Jetzt hat er ein Problem. Selbst wenn er jetzt noch einen Mint 5 hat, kann er nur einen killen. Ja gut. Da wird sich der Pirat dann drauf stürzen. Kann ich dich gebrauchen? Ja, ja, doch, können wir nutzen. Aber erstmal den weg. Du und jetzt... Halt, 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 halt. Du greifst an. Und jetzt holen wir natürlich den zurück. Können wir erst in der nächsten Runde machen, aber macht ja nichts. Dann gibt es nochmal einen kleinen Soldat oben drauf. Hey, ich glaube, wir haben eine Chance. Es ist noch nicht vorbei hier. Aber das war echt knapp. Der ist auch nochmal kräftig, leider. Aber den kriegen wir auch nieder, keine Frage. Oh, da gibt er auf! Wie schön! Dabei sah es echt nicht gut aus eine Zeit lang. Aber wir sind noch im Geschäft. Ja, gut. Ich freue mich trotzdem drüber, weil... Ja, zwei Siege, zwei Niederlagen. Wie gesagt, noch ein Sieg und wir haben wieder das eingeholt, was wir verspielt haben. Circa. Kann natürlich auch ein bisschen variieren. Mal schauen, das nächste Mal geht's dann weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Hearthstone.